Also, wir sind heute nach dem ersten Oberligakampf wieder zusammen hier zum Interview. Und ich freue mich, den Patrick Keppeler hier zu haben, der seinen Kampf heute Abend natürlich gewonnen hat. Das Gesamtergebnis ist leider nicht ganz so erfolgreich gewesen heute gegen Adelhausen. Aber Patrick, was meinst du, wie hat es heute ausgesehen, wie wird es denn auf die nächsten Kämpfe hinaussehen? Ja, Adelhausen hat eine starke junge Mannschaft auf der Matte gehabt. Da haben wir uns schwer getan, war auch zu erwarten, dass wir da nicht so viel zu holen haben. Ein paar schöne Kämpfe haben wir gesehen dennoch. Die nächsten Kämpfe werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall nicht so mit Siege verwöhnt sein wie das letzte Jahr. Das war aber im Vornherein schon klar, nachdem Dario und Marci jetzt weg sind. Aber wir haben eine sympathische junge Truppe auf der Matte mit lauter Eigengewächsen. Und ich denke, der ein oder andere Sieg werden wir auf jeden Fall holen können. Und dann werden wir Zielklassenerhalt, denke ich, erreichen. Das ist super. Der Klassenerhalt ist unser oberstes Ziel. Und da fragen wir noch gleich mal den Dani W. als Trainer. Wie sieht denn das für dich aus mit dem Klassenerhalt dieses Jahr? Ich kann mich da nur den Worten von Patrick anschließen. Es wird auch die Mannschaft, so wie sie heute da stand, die erste und die zweite, wird auch, denke ich, stark nicht mehr so ringen, weil einige aus dem Urlaub zurückkommen. Dann sind wir da auch wieder flexibler und besser aufgestellt. Und wenn wir so weitermachen, auch im Training, auf Gottmaninger, aber auch auf Teilersdorfer Seite, dann wird das Ziel, denke ich, hoffentlich realistisch sein, aber nächstes Jahr immer noch in der Oberliga. Genau, die Stimmung ist auf jeden Fall gut innerhalb von der Mannschaft. Und da haben wir gerade zwei Kämpfer heute, die Top-Kämpfe gemacht haben. Der Mario hat gewonnen. Mario, wie war dein Kampf heute? Ja, für den Anfang nicht schlecht. Normalerweise bin ich ja schon altes Eisen, sagt man ja. Eher der Ersatz zum Ersatz. Aber ich helfe halt aus, wo es geht. Wir sind ja eine Mannschaft, ein Team und da halten wir halt zusammen. Und soll er besser werden. Weiter, Mausi. Der Mann ist topfit, der trainiert für Veteranen-Weltmeisterschaft, der ist topfit. Ein bisschen. Genau, hat man ja gesehen heute, dass du topfit bist und das Alter sieht ja sowieso niemand an. Ja, Yannick, du hast natürlich einen Top-Gegner gehabt, aber du bist gut vorbereitet, es ist super verkauft. Wie war es für dich? Ja, ich habe mich gut gefühlt, konditionell fand ich mich eigentlich sehr stark. Und daran will ich anknüpfen und mal gucken, was die restliche Saison so für mich rausbringt. Ja, auf dich zählen wir natürlich, dass du uns dann noch ein paar Siege bescherst. Also, ihr habt es gesehen, gute Stimmung herrscht trotzdem, auch wenn man den heutigen Kampf nicht ganz drehen konnte. Aber beim nächsten Mal sieht es besser aus. Nächste Woche sind wir in Schuttertal. Die Woche drauf dann in Teisersdorf wieder zum Heimkampf. Also, machen wir's und seht uns dann das nächste Mal. Danke.